Willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja, er hat anscheinend wirklich ordnungsgemäß gespeichert und es hat alles soweit funktioniert. Ich bin ja schon mal erstaunt und ich habe hier letztens noch die Pinnwand entdeckt. Die möchte ich mir natürlich gerne noch angucken. Nur der obligatorische "Bringt eure Löffel zurück in die Mensa" Aushang. Schade, schade. Gut, na dann gehen wir mal weiter. Wir wollten ja zum Baumann. Kann ich jetzt mit dem... Jetzt würde ich gerne mit dem Aufzug fahren, bitte. Wäscheliftsystem. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Ich glaube... Das ist mein alter Kumpel. Ja, das hatten wir schon. Was hältst du davon, Harvey? Ganz nett, aber ich finde, es fehlen Loopings. Ja, doch, mit Loopings wäre es auf jeden Fall spannender. Kann ich jetzt eigentlich die Säcke einschneiden? Da überall Muster reinzuschneiden, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Oh, Entschuldigung. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Aber theoretisch könnten wir doch... Und das? Wunderbar. Und Dr. Marcel. Ach, ist das toll. Das könnte man ja jetzt mit jedem Item machen. Ist aber nicht so ganz mein Ziel. Okay, wie kommen wir weiter? Wie komme ich wieder zum Wäscheliftsystem? Beam me up, Scotty. Mit dem Bügel. Nummer 2. Aha, aha. Das sieht gefährlich aus. Na dann. Egal. Wunderbar. Und jetzt ärgern wir ihn hier gleich noch ein Ketchup. Bisschen. Ketchup für Ketchup. Klack, klack. Hihi. Da kommt der nächste Ausgang. So. Ich glaube, er ist jetzt ziemlich weg. Wo ist denn Herr Mantel hin? Da haben wir ihn wohl ein bisschen verärgert. Das ist immer ein bisschen knapp, finde ich, in diesem Aufzug. Und ich möchte auch nicht zwingend aussteigen jetzt. Da kommt der nächste Ausgang. Und weiter. Und los geht's. Und ich möchte auch beim nächsten Ausgang noch nicht aussteigen. Aber in der Zeit können wir ja schon mal unsere Sachen hier angucken. Das Formular. Da so. Hier wollen wir auch nicht raus. Fahr durch. Genau. Ah, Moment. Ach, verdammt. Da war gerade jemand in der Waschmaschine. Und ich tippe ja mal auf Herrn Mantel. Den haben wir ja so ein bisschen geärgert. Da kommt der nächste Ausgang. Aber da wir jetzt schon mal hier sind, können wir auch mal zum Barmann gehen. Und mal schauen, wie wir den dazu überredet kriegen. Dass wir den Löffel bekommen. Und zwar den Löffel hier. Hey, fass das ja nicht an. Entschuldigung. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Tja, okay. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Was hätten wir denn gerne? Nicht noch einen. Lieber gehe ich freiwillig in meine Zelle zurück. Okay. Also Stinkdrink möchte sie schon mal nicht mehr, aber wir hatten ja noch die Karte und wir wollten ja dann noch was raufkritzeln. Also. Was soll ich schreiben? Wir brauchen noch Kaffee. Okay. Und wir brauchen noch. Was soll ich schreiben? Wasser. Wasser? Okay. Und natürlich brauchen wir auch noch. Was soll ich schreiben? Eine Komplettlösung. Komplettlösung. Okay. So, und dann schreiben wir in die Karte doch auch noch einen Edna Surprise. Edna Surprise. Okay. Oh, excusez, ich wollte es natürlich nicht in Französisch aussprechen. Arme Edna. Das sind keine Spirituosen, das sind Putzmittel. Oui. Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Was hätten wir denn jetzt gerne? Einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Fangen wir an mit einem Wasser. Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Oh, doch. Und wie das auf der Karte steht.
Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Na klar. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es Nein. zu. Ja. Kann ich ihm eigentlich das Glas wiedergeben? Hier. Es war schrecklich. Was hast du mit dem Inhalt gemacht? Hast du ihn etwa getrunken? Ja. Natürlich. Ui, kein Problem, nur nicht in Panik geraten. Weißt du, wie man die Seuchenschutzeinheit der Feuerwehr erreicht? Nein, keine Ahnung. Ja, sagen wir, den ersten Schritt hast du bereits getan. Das ist ja ein bisschen eklig. Wie locken wir ihn denn jetzt hier weg? Telefon für den Barmann. Nicht schon wieder. Oh, doch. Sag ihm, es gibt hier weder einen Hinsch noch einen Rumsch. Ach ja, sag ihm außerdem, ich weiß, wo er wohnt. Seine kleine Schwester hat wirklich wunderschöne Zähne. Wäre echt schade um sie. Echt schade. Yikes. Oh Gott. Obwohl es so ein bisschen Simpsons-like war gerade, würde ich sagen. Was haben wir denn noch Tolles? Okay. Magst du das nicht? Ketchup mit Barmann? Brauchst du noch etwas Ketchup? Davon habe ich reichlich. Wie sonst würde man den oberen Teil vom Kieber so rot bekommen, ne? Und Senf? Ich tippe ja mal auf den unteren Teil vom Kieber. Brauchst du noch etwas Senf? Davon habe ich reichlich. Wie sonst würde man den unteren Teil vom Kieber so gelb bekommen? Ach, das ist so eklig. Okay, was haben wir denn noch? Eine Gabel. Brauchst du eine Gabel? Mit Sicherheit nicht. Ich führe eine Bar. Da gibt es Getränke. Okay, Entschuldigung. Und trinken ist eine Gabel einfach keine große Hilfe. Bei deinem Stinkdrink ist eine Gabel vielleicht gar keine so schlechte Hilfe. Hast du ein Messer? Nicht mehr in diesem Leben. Oh. Ich habe schon Millionen Zitronen auf Vorrat aufgeschnitten. Werden die denn gar nicht schlecht? Blau, ja. Schlecht? Nein. Ach, wenn man sie regelmäßig rasiert, dann kann man sie noch über Jahre benutzen. Boah, mir wird so ein bisschen übel bei dem Gedanken. Möchtest du meine Topflappen haben? Nein, danke. Die Gewerkschaft schreibt mir vor, dass ich diese schmierigen Tücher benutzen muss. Okay. So, habe ich jetzt noch irgendwas? Keine Zeit zum Ausruhen. Okay. Du sollst dich auch nicht ausruhen. So. Irgendwas müssen wir doch hier machen können. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Ja, sieht fast so aus. Was ist denn, wenn ich da jetzt was dazu tue? Okay. Ui. Und... Ui. Ich habe ja eigentlich mit mehr Reaktionen gerechnet. Haben wir noch irgendeine Zutat, die man da reintun könnte? Ach, vielleicht können wir ja... Lieber nicht. Ich habe Angst, dass er sich darin auflöst. Ja und? Und wenn wir jetzt den Strohhalm nehmen... Davon trinke ich lieber nicht. Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen und... Feige. Ja komm. Edna? Putz! Putz, putz, Schnuddi, Schnutz! Ach du... Ich dachte schon. Das ist ja echt... Du bist so eklig. Können wir vielleicht mit dem Stuhlbein umrühren? Lieber nicht. Ich habe Angst, dass es sich darin auflöst. Okay, den Spruch kennen wir auch schon. Ansonsten würde ich ja beinahe behaupten, momentan haben wir noch... Ah, vielleicht. Darf ich mal Ihre Schanklizenz sehen? Aber sicher. Ich bewahre sie immer sehr gewissenhaft auf. Sehr gut. Direkt unter dem Arm des letzten Polizisten, der mich danach gefragt hat. Ist nicht mehr so wichtig. Verdammt. Netter Typ eigentlich. Nur sehr zerstreut eben. Okay, also das hat auch nicht so wirklich viel gebracht.
Haben wir jetzt so ziemlich alles durchprobiert, was wir hier haben, oder? Barmann, einen Drink bitte. Aber nicht. Okay. Einen Edna Surprise bitte. Steht nicht. Und wieder. Was? Lass mich. Witz, das ist besser. Okay, das bringt uns also mal rein gar nichts. Und ich glaube, damit habe ich auch so ziemlich alles durchprobiert, außer ich schlag ihn. Das sollte ich lieber sein lassen. Er sieht ohnehin schon so aus, als stünde er kurz vor einem cholerischen Anfall. Gut, wie komme ich an den Löffel? Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Okay. Ansonsten haben wir aber, glaube ich, in diesem Raum nichts mehr zu tun. Da hätten wir nur der Kaffeeautomat. Sehe ich das da richtig? Jep. Ja, dann wieder zurück und dann schauen wir mal woanders weiter. Es muss ja eine Möglichkeit geben. Ich werde mal kurz hier schauen. Hatten wir mit dem Bienenmann alles beredet? Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Wie Fremde? Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen. Das hatten Edna. Wir doch aber schon. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Okay. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Aber das hatten wir auch schon. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion. Auf Heißgetränke. Ach du Ärmste. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Aber du hast für mich schon einen Kaffee gekriegt. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine... Dabei könnte ich... Okay, das hatten wir schon. Dann machen ich wir mal eine Fliege. Eine Fliege. Nur zu. Kannst du vielleicht was auf die Karte malen? Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Okay, das bringt uns also nicht weiter. Was haben wir denn noch? Ich wollte noch einen Fußnagel da reinschnipsen in das Fass. Mal schauen, was dann passiert. Ah, okay. Ui. Also auch nicht mehr als vorher. Ja, dann weiter in den Aufenthaltsraum. Ich bin momentan ein bisschen am Verzweifeln. Ich überlege gerade, was wir jetzt tun müssen. Erstmal noch mal kurz hier reinschauen, wie es den beiden geht. Aber ich glaube, die dürfen wir ja nicht stören. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Ja, aber hier ist leider wirklich sonst nichts. Tür, Lichtschalter, die Deko. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Gar nicht. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Mit Sicherheit. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. So, na, vielleicht befragen wir einfach den Alu-Mann nochmal durch. Man kann ja nie wissen.